Herzlich willkommen, hier ist euer Bierleidenschaft. Heute machen wir weiter mit dem Bierkalender von Kalea. Und zwar habe ich ein belgischer Bierkalender. Und zwar, ich habe das Bier aus dem Kalender rausgeholt und habe das im Kühlschrank gestellt. Und ja, hab's jetzt gerade eben rausgeholt aus dem Kühlschrank und möchte euch das jetzt gerne auch zeigen. Genau, das werde mal heute mal probieren. Vom Namen her haben wir das ja schon mal probiert. Und ja, Glas habe ich auch hier, Testglas von Kalea. Und ja, würde ich sagen, mache ich mal Bier auf. Das Design gefällt mir ganz gut. Da ist so ein Mann drauf mit einem Bart. Mit einem roten Bart und ja, Kapsel ist auch bedruckt und ja. So, wie gesagt, Kapsel ist bedruckt, so sieht die aus. Schön in Rot. Oh, das riecht schon mal wieder richtiges leckeres Bier. Ich würde sagen, wir machen mal den Einschunk. Ja. Ich wollte mich nochmal mich entschuldigen wegen gestern, wegen Aufnehmen von OBS Studio. So, ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Liegt mir gerade ein bisschen schwer, was für Farbe das ist. Ja, ein Finger breit. Passt auf jeden Fall. Der Schaum ist auch ganz gut. Der sieht sehr, sehr gut aus. Schauen wir mal, ob er am Glas haftet. Genau, immer schauen, ob der Schaum auch am Bierrand haftet bleibt. Und es sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, sieht aus wie ein Bier und ist auch ein Bier, oder? Ja, zum Wohl. Wow, schmeckt. Ich habe jetzt während trunken, habe ich noch andere Sachen geschmeckt. Liegt mir aber ein bisschen schwer, da jetzt. Also es ist sehr, sehr, also es ist schön. Das ist dünn, das ist fein.
Ja, ich habe noch nicht mal geguckt, wie viel Alkohol das hat. Aber die, was ich gerade gesehen habe, die haben Instagram und Facebook. Ja, schmeckt ja soweit ganz gut. Cremig auf jeden Fall. Aber ich kann den Geschmack nicht rausfinden. Ramona guckt. Acht Prozent. Jo. Schmeckt mir sehr gut. Das Bier kann ich weiterempfehlen. Und ja, das war's gewesen für einen Biertest. Und ja, bis morgen. Tschüss.